die Kröte, das Kleinschaller Schwarzzelte. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Heute möchte ich euch zeigen, wie man aus einem Kröteblatt einen Wetterschutz baut, der ausreichend ist für ein, sagen wir maximal zwei Personen. Und euch jetzt zeige, wie schnell und einfach das aufgebaut ist. Was wir dazu brauchen, ist ein Pfadfinderseil, einige Heringe und die könnten wir jetzt einfach aus Holz selber schnitzen. Wir haben es uns für das Video einfach gemacht und ein paar Heringe mitgenommen. Da haben wir noch einen und dann natürlich noch das Kohleblatt. Das Kohleblatt gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wir haben jetzt ein einfaches genommen mit 20 cm Seitenstreife. Der stört uns nicht weiter beim Aufbau von der Kröte. Und das Einzige, was wir dazu jetzt noch brauchen, ist noch ein Stock aus dem Wald. Das tut im Prinzip jeder Holzstecke, kann man ein bisschen schöner schnitzen. Die Höhe in der Mitte ist relativ variabel. Das könnt ihr euch so einrichten, wie ihr wollt. Mit dem hier wird es relativ flach. Ich empfehle immer so einen Meter bis 80 cm zu verwenden. Dann gibt es ein schönes Zelt. Also wir nehmen unser Kröteblatt und faltet es auseinander. Das, was bei der Kröte normalerweise die Spitze ist, das kommt nach hinten. Und das, was bei der Kröte dann eigentlich die Bodenkante ist, das kommt nach vorne. Das heißt, das Kröteblatt wird einfach nach hinten gekippt. Ich suche mir den Platz aus, wo ich nachher schlafen möchte. Breite meine Kröte entsprechend aus. Brauchen wir die Heringe. Davon machen wir das Ende jetzt einfach mal im Boden fest. Einfach flach ausgespannt. So. Dann überlegen wir uns kurz, wo die Mitte sein soll. Sagen wir mal, die machen wir mal hier hin ungefähr. Gut. Das heißt, unser nächster Abspannpunkt wird dann ungefähr hier sein. So. Und der dritte, vierte ist dann hier. Was uns jetzt noch fehlt, ist einfach, um das Ganze ein bisschen mehr zur Zeltform zu bringen, können wir unser Pfadfinderseil nehmen. Können das oben einhängen im Zelt und einfach nach vorne rausspannen. Schöner Spannknoten drauf. Und fertig ist die Kröte. So. Da passt jetzt also Gepäck rein. Und ich selber passe hier auch rein. Da habe ich einen schönen Wetterschutz. Kann hier mein kleines Lagerfeuer unterhalten. Und eigentlich jegliche Unbille vom Wetter erstmal abwarte. So bin ich geschützt und habe mein nettes, lauschiges Bestchen.